die SchülerInnen mit ihren innovativen Ideen vor den Vorhang zu holen und ihnen eine Bühne geben. Das ist das erklärte Ziel des Smart-Up und Matura Awards der Salzburger Nachrichten. Gekürt werden die besten Diplomarbeiten und vorwissenschaftlichen Arbeiten. Eine hochkarätige Jury hat die Beiträge vorab auf ihre Bedeutung für Wirtschaft und Wissenschaft bewertet. Da sitzen sie, die neuen schlauen Köpfe von morgen. Im Audimax der Fachhochschule Salzburg ist an diesem Abend der kreative Innovationsgeist förmlich zu spüren. So wird auch die Abschlussarbeit von Jonas und Felix ausgezeichnet, in der es um eine neue Art von Steinböcken geht. Es handelt sich dabei nicht um einen Steinbock, wie er in der Wildnis vorkommt, sondern es ist ein landwirtschaftliches Nutzfahrzeug, quasi ein Geräteträger, und den haben wir auf Elektroantrieb umgerüstet. Für die frisch gebackenen Preisträger des Matura Awards war das wissenschaftliche Arbeiten aber alles andere als eine müde Angelegenheit. Wir haben da einfach eine super Zeit miteinander gehabt und haben da viel Erfahrung gesammelt. Und dann das wissenschaftliche Schreiben, das war natürlich dann eine neue Erfahrung. Aber ich glaube, wir haben das gut zu zweit gemeistert und das hat relativ gut funktioniert, ja. Bei den Matura Awards werden die vorwissenschaftlichen Arbeiten ausgezeichnet, die als verpflichtender Teil zur Matura seit kurzem vor der Abschaffung stehen. Dieser Schritt sei zu schnell, befindet der Rektor der Fachhochschule Salzburg. Ich finde es schade, wenn man die VWAs einfach so abschafft. Wir haben unsere Bachelorarbeiten, unsere Masterarbeiten ja auch nicht abgeschafft. Wir möchten diese neuen Tools verwenden. Wir möchten den Studierenden bei uns das beibringen, was sie dann draußen in der echten Welt auch verwenden werden. In Zeiten von Fachkräftemangel feiert man ein Hoch auf die akademische Bildung. Eine gar zu große Akademisierung sei aber nicht zu befürchten, zu verschiedene Berufsmöglichkeiten gebe es. In der Tat fehlen uns Fachkräfte, die auch Hand anlegen, aber ich denke, das Angebot ist breit gefächert. Wir brauchen beides, akademische Ausbildung und natürlich auch die, die einen Beruf lernen und in den Beruf einsteigen und selbstständig werden mit neuen, innovativen Ideen. Innovation gibt es auch bei den Smart-Up Awards. Heuer sind die Matura Awards und die Auszeichnungen für die besten Abschlussarbeiten der höher bildenden Schulen erstmals zusammengefasst. Überzeugt hat eine Arbeit, in der es um die Übersetzung von Gebärdensprache in Text geht. Ja, hinter unserer Schule ist der Gehörlosenverband und da sieht man sehr oft, wie die Menschen miteinander kommunizieren. Und wir haben im Internet nach einer Lösung gesucht und nichts gefunden. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir es selber. Für das Trio gibt es aber nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch noch den Matura Award. Und das, während die eigentliche Matura auch noch bestanden wurde. Absolut, gestern wird noch die Matura, der Abschluss, richtig gefeiert. Die finale Prüfung hinter uns und ja, heute dürfen wir dastehen. Das ist unglaublich. Also ich finde es auch unglaublich, weil wir hätten niemals damit gerechnet. Und wir finden es cool, dass wir auch so positives Feedback eben von den Fachleuten bekommen haben. Und wir eben auch Feedback haben, wie wir jetzt unser Projekt weiter verbessern können. Die Auszeichnungen werden von den Salzburger Nachrichten mit Unterstützung des Landes und weiteren Partnern wie der Wirtschaftskammer Salzburg verliehen. Und egal ob nun Ausbildung oder Studium, für die junge Generation stehen mit so viel Ideenreichtum alle Wege offen.